Hallo, liebe Kinder. Ich heiße Bettina Wittke und arbeite an der Kreismusikschule in Bautzen. Ich unterrichte musikalische Früherziehung und Violine. Heute möchte ich mit euch einen Gang durch den Garten machen. Seht mal hier, eine Schnecke. Habt ihr davon auch so viele im Garten? Bei mir gibt es eine ganz besondere Schneckenfamilie. Hier seht ihr die erste Schnecke. Sie gehört zur Violine und ist die kleinste Vertreterin der Streichinstrumente. Sie ist gebaut aus Fichten- und Ahornholz und hat 4 verschieden klingende Saiten. Doch warum ist es ein Streichinstrument? Zur Violine gehört der Bogen. Er ist auch gebaut aus Holz und mit Pferdehaar bespannt. Streicht man mit ihm über die Saite, bringt man sie zum Schwingen. Und das klingt so. Ich spiele euch jetzt den Anfang eines Frühlingslieds. Vielleicht kennt ihr es ja. Jetzt gehen wir zur zweiten Schnecke. Sie gehört zur Viola, auch Bratsche genannt. Die Viola ist genauso gebaut wie die Violine, aber größer und hat deshalb einen tieferen Klang. Das klingt so. Sie gehört zum Violoncello. Das ist ein noch tieferes Streichinstrument mit noch tieferer Stimme. Es steht auf einem Stachel und wird im Sitzen gespielt. Wenn Gustav es streicht, klingt es so. Und jetzt die vierte und größte Schnecke. Sie sitzt auf dem Großvater, dem Kontrabass. Er ist der größte und am tiefsten klingende der Familie. Er ist größer als der Ferdinand und klingt so. Am liebsten spielt die ganze Familie gemeinsam. Seid ihr neugierig geworden? Wenn ihr Lust habt, so ein Instrument auszuprobieren, dann freue ich mich, wenn wir uns in der Musikschule einmal wiedersehen. Bis bald. Tschüss.